Brauche ich nicht mehr, will ich verkaufen. Das denkt sich der eBay-Erfinder und gründet deswegen heute vor genau 20 Jahren das Internet-Auktionshaus eBay. Seitdem hat sich allerdings viel getan. Auf Schrott bieten ist unrentabel und wird deswegen vom Unternehmen gerne mal unterbunden. Und auch die Gebühren fürs Verkaufen steigen ständig. Trotzdem gibt's noch viele eBay-Fans, die sich ein Leben ohne die vier bunten Buchstaben einfach nicht mehr vorstellen können. Katrin Böttcher ist ein echter eBay-Fan. Sie hat immer was zu verkaufen. Heute ist es eine Lampe aus den 70ern. Damit die im Netz auch schick aussieht, muss das Foto stimmen. Seit 8 Jahren ist Katrin bei eBay unterwegs. Sie verkauft, aber sie kauft auch. Wenn man was kriegt, freut man sich. Ja, man fühlt sich wie ein kleiner Lottogewinner, wenn es jetzt was Spezielles ist, wonach man schon lange giert, wo man ja ein Verlangen danach hat, das zu besitzen. Aber ein Fluch ist halt, wenn man es verpasst. Auf eBay sind schon viele Mal was losgeworden. Eine Gitarre habe ich mal reingestellt. Wohnwagenspiegel. Ja, ich habe da mal für meine Großeltern alte Möbel reingestellt. Luftmatratzen, so Zeug, Fahrradzubehör. Babybadewannen, alles, was jetzt halt fürs Baby angefallen ist. Eine alte Couch verkauft, irgendwie alte Tische. Ich schaue nach über eBay, aber gekauft habe ich noch nichts. 1995 wurde eBay in Kalifornien gegründet, als Auktionshaus im Internet. Der Gründer Pierre Omidyar, ein aus Frankreich stammender Iraner. Seine Idee, Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, zu versteigern, statt wegzuwerfen, weltweit. 1999 kam die digitale Auktionsplattform auch nach Deutschland. Also Auktionen hatten ja immer schon diesen großen Reiz, dass man so dieses Zeitfenster hat und in dem muss man sich entscheiden. Das baut eine gewisse Spannung auf und eBay hat das quasi sehr weit demokratisiert, indem man eben nicht mehr zu speziellen Örtlichkeiten und speziellen Anlässen zu einer Auktion gehen musste, sondern jetzt konnte das jeder machen und das war natürlich faszinierend, diesen Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde, bekommt man das Produkt oder nicht. Schon 2 Jahre nach Gründung konnte eBay seinen millionsten Artikel auf der Plattform feiern, wie auf solchen eBay-typischen Großveranstaltungen. Der Umsatz des Unternehmens wächst rapide. eBay beschränkt sich nicht mehr nur auf Auktionen. Sehr schnell wurde klar, dass auch die Käufer letztendlich Neuware kaufen wollen im Festpreisformat. Wir haben weltweit mehr als 800 Millionen Artikel auf der Seite. Darunter eine Menge Kurioses. So kam die thüringische Gemeinde Steinach nach starken Schneefällen auf die Idee, ihre üppige weiße Pracht einfach bei eBay zu versteigern. Immerhin für 1.420 Euro pro LKW-Ladung Schnee. Anfragen kamen sogar von einem Scheich aus Dubai. Auch der alte VW Golf von Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, ging bei eBay für knapp 190.000 Euro weg. Unwahrscheinlich ist, dass Ratzinger je mit dem Golf fuhr. Er hat keinen Führerschein. Auf einem Käsetoast zeichnet sich das Antlitz der Jungfrau Maria ab. So sah es zumindest die Besitzerin, eine Hausfrau aus Florida. Für 28.000 Dollar wurde sie den Toast bei eBay los. Das ist so der besondere Reiz, zu sagen, die Weltöffentlichkeit kann sehen, was ich da anbiete. Und damit macht man einfach was Neues. Und das ist ja im Internet generell sehr beliebt, irgendein Phänomen zu produzieren und damit aufzufallen. Auffallen, das wollte wohl auch diese Mutter. Tanja Kling aus dem Allgäu bot ihr Baby Merlin zum Verkauf an. Gedacht war das als harmloser Jux, doch das Jugendamt nahm ihr das Kind weg. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Inzwischen hat sie ihren Sohn wieder und weiß, beim eBay-Handel ist auch Vorsicht geboten, so wie viele andere mittlerweile auch. Ja, man muss halt nur aufpassen, dass man jetzt halt die Sachen auch wirklich geschickt bekommt. Also wir haben bezahlt, aber es kam nicht an. Spontan fällt mir ein, dass man da betrogen werden kann. Ich habe sogar noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nur negative Erfahrungen. Bin ausgestiegen. eBay ist eben doch nicht der klassische Tante-Emma-Laden um die Ecke. Weil eBay natürlich etwas ist, was sehr stark digitalen Eigengesetzlichkeiten folgt. Also man kann sich ja nicht gegenüberstehen und hat die Ware quasi zwischen sich liegen und kann dann darüber verhandeln oder diskutieren. Man braucht also diese digitalen Möglichkeiten wie Bewertungssysteme oder andere Dinge. Und wer sich damit nicht auskennt oder das für nicht vertrauenswürdig hält, der wird natürlich in aller Regel auch enttäuscht. eBay-Skandale, eBay-Reformen. Katrin Böttcher bleibt trotzdem eBay-begeistert. Ich verliere halt die Freude nicht und es bleibt spannend nach wie vor. Auch wenn sich gewisse Dinge halt ändern ab und zu, aber das ist vollkommen in Ordnung.
Treue Kunden wie Katrin überwiegen wohl bei eBay. Immerhin hat das Unternehmen 2014 8,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. So viel wie nie zuvor in seiner 20-jährigen Geschichte. Verdienen tut eBay übrigens an jedem einzelnen verkauften Artikel mit.